Ich habe vergessen, den einen Stern wegzutun. Ich räume ihn jetzt sicherheitshalber gleich mal in den Stall rein. Taran ist immer noch online. Und immer noch nicht im TS. Ich kann nicht mehr nachschauen, ob er was geschrieben hat. Wenn es nämlich war, während ich die Zeitüberschreitung hatte, dann habe ich es nicht gelesen. Habe ich es nicht bekommen. Aber ich hatte diesen Fehler, diesen Bug auch noch nie, als jemand anderes auf dem Server war. Tja. So, das kommt weg. Du hast eine WhatsApp-Nachricht. Okay, ich schau mal kurz nach. Taran weiß das TS-Passwort nicht mehr. So. Jetzt hat er es wieder. So. So, Stein kommt weg. Soll ich? Ach ja, komm, ich fülle eben noch mal no, neu nach. Hier oben waren wir, glaube ich, oder? Ja. User joined your channel. Hallo. Hallo Taran, du kommst perfekt, um Ciao zu sagen. Oh, na toll. Ja, ich hab schon fast zweieinhalb, 42 Stunden aufgenommen. Du kannst jetzt nicht aufhören. Ich muss aufhören. Hallo, es ist schon 11 und ich muss morgen wieder früh aufstehen zum Ich Arbeiten. bin gerade erst hier und habe so mega wichtige Dinge, die ich dir erzählen muss, wo. Du hast doch ungefähr 5 Minuten, um sie mir zu erzählen. Ja, ich habe da was gefunden. Was hast du denn gefunden? Als ich einen Tunnel gegraben habe. Ja, nämlich? Ja, nämlich etwas, wo du extra Folgen für aufnehmen wolltest und was eigentlich erst in weiter Zukunft gefunden werden sollte. Wo hast du das gefunden? Bei mir in der Nähe. Wo genau? Die genauen Koordinaten sind, glaube ich, irgendwas mit 800 und 800. 800, 800. Ohne Scheiß? Oder 800 minus 800? Ohne Scheiß, du hast jetzt bei uns hier ein Verlies gefunden. Wollte mir eine Eisenbahnstrecke in die Wüste bauen und bin dabei auf die Festung gestoßen. Aber 800 minus 800, das müsste Kann eigentlich auch schon, sein. das, also wo, alles innerhalb von 1000 müsste eigentlich schon so ungefähr erkundet gewesen sein, bevor die Anzahl auf, wie viel sind jetzt 200, glaube ich, oder, erhöht worden sind. Damals gab es nur drei und eins davon soll hier bei uns gewesen sein. Außer es wurde ein einzelnes Biom vielleicht nicht erkundet. Dann hast du vielleicht Pech und es ist kein ganzes Verlies, sondern nur ein paar Chunks von dem Verlies und alles andere ist noch Alpha oder so, Beta oder so. Das wäre auch lustig. Ich habe es noch nicht erkundet. Ja? Ich habe gedacht, ich warte damit auf dich. Das ist jetzt tatsächlich irgendwie scheiße, dass hier bei uns ein Verlies ist. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eins erkunden wollen würden und uns ein Engelauge machen würden, das würde uns auf dieses Verlies hinbringen. Ja. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich da demnächst mal, sprich innerhalb der nächsten, der nächsten, sagen wir mal, 3 bis 4 Monate wollte ich ein Projekt mit dir starten und zum Ende des Projektes wollte ich erst mit dir ein Verlies suchen. Okay. Und das ist jetzt irgendwie blöd. Ja, würdest du denn noch mal gucken kommen wollen oder? Uff.
Ich überleg kurz. Ich habe einen Weg reingebuddelt, der nichts zerstört hat, und das war alles, was ich da gemacht habe. Eigentlich hatte ich tatsächlich sogar geplant, dass wir eine riesige Reise dann machen, die über mehrere Aufnahmen hinweg geht. So wie zu dem... Ich hatte gehofft, dass die Reise ungefähr 3 bis 4 Mal so lang dauert, bis wir mal eins finden. Hatte ich gehofft, und dann ist die bei mir vor der Haustür, ne? Ja, so ungefähr, ja. Halt echt bei mir nur so ein Katzensprung entfernt. So, das wollte ich eigentlich machen, das hatte ich vorhin vergessen. Ja, ich hätte auch gerne dir schon zu Anfang der Aufnahme alles gesagt. Nur, ja, ich war noch am LoL spielen. Ja, 2 Stunden am LoL zocken. Ja, nicht ein Game. Ja, es war, ist mir schon klar, dass 2 Stunden nicht ein Spiel spielt. Aber eine Freundin hatte gerade Zeit, mit der ich Duo-Queue gespielt habe, und deswegen... Ja. Da wollte ich dann auch... Warum spielen wir eigentlich in letzter Zeit nie zusammen, Taran? Weiß es nicht, bist du nein, wenn ich spiele? Ja, doch, wir waren letztens warst du sogar öfters grün, und du hast aber immer Ranglistenspiel erstellt. Ich glaub, teilweise ist es so, ich bin einfach die ganze Zeit in irgendeiner Lobby vom Ranglisten-Gamer stellen und spiel gar nicht mehr. Also das ist mein Sinne von online. Ja, das habe ich mir... War das gestern, glaube ich, habe ich mir das gestern auch so gedacht. Da habe ich ein paar Spiele gespielt für die Mond... Neumond-Quest da, oder wie die heißt. Die ich übrigens nicht aufgenommen habe, Leute. Denn ich habe noch knapp 10 Folgen auf der Platte liegen. Und wenn ich die jetzt auch noch aufnehme, dann wären das plötzlich so 15, 16 Folgen, keine Ahnung wie viel. Und dann habe ich für die nächsten 5 Monate so ungefähr aufgenommen. Das möchte ich dann auch nicht. Ja, das macht dann auch keinen Sinn. Ja, also auf diese Spiele müsst ihr dann verzichten. Also auf diese Questreihe. Echt traurig, dass die Zuschauer jetzt diese tollen Quests nicht sehen können. Dafür haben sie alle 10 Spiele meiner Einstufungsserie. Placements. Ja. Also auf Englisch klingt das einfach besser, Placements anstatt Einstufungsspiele. Ja. So. Vorhin habe ich dran gedacht, egal. So, die trage ich jetzt auch noch schnell da vorne. Und dann kommen wir noch schnell zu Taran. Ach, nee, ich müsste eigentlich ins Bett. Mann. Ach, Mann. Eigentlich hätte ich heute nicht mehr aufnehmen dürfen. Ich müsste eigentlich für die nächste Klausur lernen. Oh, das ist bad. Ja, ich hab nächsten Dienstag habe ich 2 Klausuren gleichzeitig und am Mittwoch drauf gleich die nächste. Das heißt, ich habe jetzt eine knappe Woche Zeit, um für 3 Klausuren zu lernen. Toll. Ja. Ich habe gerade Semesterferien. Hätte ich theoretisch auch. Aber? Ja, ich muss auf Klausuren lernen. Und ich wollte eigentlich... Und Zus wird gerade von Zombies angegriffen. Soll ich zur Hilfe kommen? Nee, die gehen mir nur auf die Nerven. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen den Huhn erschossen. Aber tatsächlich liegt sogar die Festung auf, also dieses Verlies liegt auf der Karte, die du hast, die du erstellt hast. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Geh mal hin und mach die Karte auf. Ja, dann muss ich die Karte mitnehmen. Du müsstest mich ja jetzt schon auf der Karte sehen, oder? Ich bin noch am Kämpfen. Ich hab's jetzt von der Wand bei mir abgenommen. Karte Nummer 4 ist das. Ob ich irgendwo noch eine davon hab? Ah ja, klar. In meinem Haus habe ich noch eine. So. So, eigentlich wollte ich ja nur noch kurz mal von den Stein nach vorne bringen.
Feuerschutz habt ihr drauf gehabt. Ach komm. Zombie-Invasion. Ich dachte, der ist eingesperrt. Plötzlich steht der Creeper neben mir. So. Oh, jetzt ist da irgendwo ein Skelett auch noch. Oh, da. So. Naja, waren viele Erfahrungspunkte, Haltbarkeitspunkte für die Spitzhacke. So, jetzt gehen wir mal kurz nach Hause, dann sind wir in Sicherheit. Hoffentlich. Ach, jetzt sind hier doch überall Spinnen. So, ah, aber es wird Tag. Das ist gut. Ach, verzaubern wollte ich eigentlich auch noch. Mist. Von mir aus jetzt noch etwa 200 Blöcke Richtung Norden und dann bin ich da. Okay. Ganze Hühner, das rennt hier rum. Ist das scary? Nein. Zack, zack. 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 Das hier auch. Hier. So, Karte. Ich sehe dich. Aber die Karte hat der Gringor bereits vollständig erkundet, als ich damals war noch nicht mal ausgemacht, dass man auch offline auf dem Server spielen darf. Das war noch weit bevor du kamst. Das war noch weit lange bevor der Patch kam, glaube ich. Ja. Das war noch 1.5, glaube ich. Vielleicht sogar noch. Höchstens 1.7. Das heißt, eins der ursprünglichen drei Verliese ist tatsächlich hier bei uns gewesen. Heftig. Aber du bist ja noch nicht da, oder? Noch nicht ganz. Okay, ja, vielleicht. Wenn du außerhalb der Karte bist, dann könntest du... Ich bin nicht außerhalb der Karte. Ja, noch nicht, aber du bist sehr nah dran. Ja, ich bin fast da. So, nein, das wollte ich nicht. Da, eins habe ich doch noch. Jetzt bin ich quasi da. Quasi oder wirklich? Ja, also hier sind schon einige Steine von dem Verlies. Hier ist quasi der Eingang. Nee, aber hier ist irgendwo der Eingang, den ich gebuddelt hatte. Okay. Ja. Das hatte Gringor damals schon erkundet. Weil Gringor, die Karte ist ja nur deshalb erkundet, weil Gringor auf der Suche nach Blumen überall herumgefahren ist und die Karte in der Hand hielt. Und darüber war ich sehr wütend, weil ich halt nicht wollte, dass offline zu viel gemacht wird. Bei Daraus, da war halt nie online und bei mir hat man halt alles gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, Gringor, damals war es halt noch, ich hatte das Let's Play frisch von meinem lokalen Spielstand auf den Server gezogen und bisher hat man halt alles gesehen. Ja. Gehabt. Und deswegen habe ich dann halt erstmal ich habe auch offline nicht gespielt. Und Gringor eben halt doch. Gringor eben halt doch. Und dann habe ich erstmal den Server, dann erst habe ich Gringor gebannt. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe ihn wieder entbannt.
und habe aber den Server deaktiviert, damit er trotzdem nicht spielen kann. Und hab auf Facebook eine, nicht auf Facebook, auf YouTube eine Abstimmung gemacht, ob man auch offline drauf spielen kann. Daran haben genau 3 Leute teilgenommen, nämlich Misami, eine Freundin von uns allen, ich glaube, die kennst du auch. Kenne ich, ich glaube, ich kenne niemanden, der mit hier auf dem Server war. Die ist nicht auf dem Server, aber die habe ich, mit der haben wir schon mal LOL gezockt. Okay, das kann natürlich sein. Ja, hier haben wir nämlich auch in LOL drin. Ich spiele unglaublich selten mit ihr, aber ich glaube, wir haben, eigentlich so gut wie nie, aber ich glaube, wir haben das, Star Guardian Event, genau, da glaube ich, war ich bei ein paar Spielen das dabei. Das war nämlich das einzige Event, wo ich irgendwann mal mit dir, wo ein paar mehr dabei waren. Ich genau, war Darius. Da war sie tatsächlich mal dabei. Und ich glaube, das war tatsächlich sogar das einzige Mal, dass ich mit ihr gespielt habe. Außer das eine Mal, als ich sie in die Freundesliste damals aufgenommen habe. Das war noch dann das zweite Mal. Und ansonsten... also die hat teilgenommen, Nitura hat teilgenommen und ich. Okay, und Gringor passiv auch, der wollte ja. Und mir war es tatsächlich egal. Mir war es sogar irgendwie recht. Also habe ich gesagt, okay. Und Misa, Nektura, Gregor wollte natürlich und Misa, mir und Nektura wollten auch, also war es so 3,5 zu 1,5 dafür. Ja. Und seitdem darf man es machen. Und die Zuschauer haben nicht mit abgestimmt. Also die nur Zuschauer. Nee, von denen hat keiner abgestimmt. Ich hatte damals auch, boah, das war vor über 1000 Folgen, vor fast 1000 Folgen. Ich hatte damals, glaube ich, nur so 300 Abonnenten. Oder vielleicht okay. 400. Irgendwie so. Ah, Rückstoß 2, sehr schön. Und Behutsamkeit und Schutz 3. Zwei, die sich nicht miteinander kombinieren lassen. Aber Behutsamkeit ist besser. Jetzt erstmal den Rückstoß suchen. Dann Rückstoß 2. Dann können wir das hier so machen. So, Behutsamkeit. Habe ich das irgendwo schon mal? Nee, habe ich noch gar nicht. Rein da. So. Also wegen der Verlies. Boah. Weißt was? Ich wollte nächste Aufnahme. Ich baue nämlich wieder Stein. Ich habe sämtlichen Stein, die ich über die letzten 3-4 Aufnahmen geschmolzen habe, habe ich heute alle in dieser Aufnahme verbraucht. Ich brauche wieder ein bisschen Stein. Nee, passt schon. Aber ich brauche halt wieder Stein, der muss geschmolzen werden muss. Und wollte deswegen in der nächsten Aufnahme eigentlich am Pilzhaus bei Alter arbeiten. Stattdessen können wir uns überlegen, was wir mit dem Verlies machen, Tyron. Was hältst du davon? Okay, ja. Muss er dann da sein? Ansonsten arbeite ich beim Pilzhaus weiter, wenn du nicht da bist. Okay. Ja. Weil ich werde jetzt definitiv offline gehen, es ist schon also 23. Du nicht mehr zu mir? Nee. Okay. Nee. Ich guck, dass ich den Tunnel bis dahin soweit fertig bekomme, dass du eine unbeschwerte Reise dahin hast. Wir können auch notfalls einfach mit dem Boot hinfahren. Ja. Hast du ja, glaube ich, gerade auch gemacht, oder? Nee. Durch den Tunnel gegangen. Der Tunnel ist auch an sich, ein Tunnel ist es schon so halbwegs, es ist nur. In vielen Bereichen ist halt noch Stein in der Mitte, also ich habe halt nur die Wände bis jetzt quasi gebaut und in der Mitte den Stein noch nicht weggenommen. Okay. Und ja. Macht da nichts, das kannst du uns alles dann bis zum nächsten Mal zeigen, beim nächsten Mal zeigen, nicht bis zum nächsten Mal, weil das wäre irgendwie blöd bei den Zuschauern, ja. Weil das wäre... dazwischen alles zeigen. Das wäre dazwischen, ja. Könntest du ihnen gar nichts zeigen. Aber ihr seid leider nicht dabei. Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht. Also ich weiß definitiv, wir werden noch nicht ins Ende gehen. Definitiv nicht. Das kann ich schon mal versprechen. Auch euch aber, heute. Aber ich war schon da. Ich habe schon den Enderdrachen getötet. Und in meinem Haus steht auch schon das Enderei. Soll ich es dir zeigen? Das hast du nicht. Ansonsten lösche ich einfach das Ende, das gespawnt wurde. Ich hab schon 2 Drachen gekillt. Ja, das glaube ich dir auch nicht. Ich habe ihn schon gespawnt und den zweiten auch schon getötet. Ja, das glaube ich dir auch nicht. Dumm.
Nee, aber ja, wie gesagt, wir überlegen uns da, oder besser gesagt, ich, ja, wir überlegen das gemeinsam beim nächsten Mal. Ich mache mir da jetzt vermutlich eh keine Gedanken, ich muss lernen. Lern für deine Klausuren. Ja. Desi mit 1-0, beide, alle drei. Alle drei nicht. Bei zwei vielleicht, weil die sind sehr einfach, aber die dritte ist sehr schwer. Bei der definitiv nicht. Bin ich froh, wenn ich sie einfach bestanden habe. Ja. Ja, manchmal so. Na gut. Also, ciao, Leute. Bis morgen. Ciao.